Jesus, der beste Freund. Es ist ja wichtig, dass wir Freunde haben, dass wir Beziehungen haben können, dass wir näher zusammen sind. Und dass ja nicht nur jetzt geistlich zu Jesus, sondern eben auch ganz rein menschlich, dass wir da unterwegs sind. Und da ist natürlich gemeint optimal, wenn man in einer Gemeinde sein kann. Ich tue da mal symbolisch das ein bisschen Kille malen. Da. Und jetzt hat es ja in dieser Kille drin Menschen. Und jetzt können wir, wenn wir miteinander da mit Jesus unterwegs sind, können wir Freundschaften bauen. Also das ist schon noch praktisch, was Gott uns da gibt, dass er uns eben nicht gerade alleine umeinander stehen lässt, sondern wenn ich da irgendwie dazukomme, kann ich jetzt da Menschen kennenlernen und dann sage ich vielleicht, ja, mit dieser Person irgendwie eine Freundschaft bauen. Und Freundschaften, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Weil dort, wo ich in der Freundschaft drin lebe, dort ist es mir wohl. Weil der andere, der kennt ja sowieso meine Ecken und Kanten. Und umgekehrt, ich kenne auch seine. Und wenn man dann aber jetzt offen darüber reden kann, ja, wir haben unsere Herausforderungen, dann wird das so spannungsfrei. Weil man weiss eh, wir sind miteinander unterwegs und dann hilft das. Oder wenn man so etwas spielen muss, ich bin der Heilige und so, und man ist ja doch nicht ganz, hey, das ist dann eher stressig. Und darum in der Gemeinde, da findet man Leute, die ähnlich aufgeleistet sind wie man selber, so können wir Freundschaften bauen. Und so können wir uns natürlich auch überlegen, ja, was ist denn eigentlich Jesus für dich? Wie ist Jesus? Ja, ist Jesus jetzt auch so ein Freund für mich? Oder ist Jesus vielleicht mehr so ein wie ein Geschwisterti, Bruder, Schwester? Oder ist Jesus mehr so ein wie die Eltern? Oder ist er einfach der Diener für mich? Oder ist Jesus mehr der Herrscher, der da ist? Ist ja nicht richtig und falsch, sondern was ist Jesus für dich? Jesus hat ja verschiedene Aspekte. Jesus ist für uns da. Deborah hat das mal in einem Kinderlager, wo ich dabei war, so gesagt, Jesus ist dein bester Freund. Und ich finde das noch eine coole Aussage, weil das kann das Kind irgendwie nachvollziehen. Jetzt die Aussage, Jesus ist der beste Freund, steht so aber nicht in der Bibel drin. Und darum ist es noch schwierig, ja, wie mache ich jetzt mit dem Thema einen Text dann? Gut, der Alex hat mir den Text aus dem Hebräer 4 gegeben, schauen wir jetzt natürlich an und dann probieren wir die Kombination zu machen zwischen dem Thema, Jesus ist der beste Freund, und eben dem Hebräerbrieftext. Ja, der Hebräerbrief, das ist ja eigentlich der schwierigste biblische Text überhaupt, den wir haben. Weil der Hebräerbrief, der baut so auf dem Alten Testament auf und erklärt, wie man das dort auslegen sollte. Und wenn man den Hebräerbrief will verstehen, muss man auch das Alte Testament verstehen. Und darum ist das da so ein bisschen kompliziert. Jetzt schauen wir mal, wie das dann dort eigentlich war. Oder im Alten Testament hat man ja das Gesetz von Mose gehabt. Man hat für alles Mögliche müssen Opfer bringen. Wenn man selber eine Sünde gemacht hat, dann hat man ein Opfertier müssen schlachten. Respektive, man hat das zum Priester gebracht. Sagen wir da, das ist da der Priester. Und der hat dann für einen das Opfer dann eben entsprechend gebracht. Also alles zusammen ist so geregelt gewesen, völlig schwierige Zeit. Also ich habe irgendetwas verbockt und jetzt muss ich nach Jerusalem gehen, zum Tempel. Und in dem Tempel, dort auf dem Brandopferaltar, wird dann das, die Sühne dann geschaffen, dann kann ich wieder vor Gott leben. So, das ist mal die Situation, die Leute sind von dem her geprägt gewesen. Und jetzt hat es da, das müssen wir wegen dem Text, den wir dann anschauen, auch noch einfügen, es hat noch so einen Chef gegeben. Der Chef von all diesen Priestern, das war der sogenannte Hohepriester gewesen. Machen wir dem mal noch ein schönes Kleid an. Also das ist so der Leiter von denen gewesen, der Hohepriester. Und der Hohepriester hat einmal im Jahr eine ganz spezielle Aufgabe gehabt. Er hat nämlich Sühne für das ganze Volk müssen schaffen. Er ist also da ins Heiligtum inne. Und wenn wir jetzt das Heiligtum mal von oben her anschauen, dann sieht das etwa so aus. Also ein Drittel, ein Hinterteil im Drittel, dort war das Allerheiligste gewesen, und dort war dann die Bundeslade von Gott drin gewesen. Und jetzt einmal im Jahr hat der Hohepriester dann ein Tier geschlachtet, ist mit dem Blut ins Heiligtum reingegangen, ins Allerheiligste, und hat dort dann Sühne geschaffen, damit alle Sünde von der Vergangenheit, vom letzten Jahr, dann wieder ausputzt sind. So, das ist so ganz grob der Hintergrund. Und jetzt möchte ich mit euch den Text anschauen aus dem Hebräer 4, dort ab dem Vers 14. Was heisst das jetzt für uns?
weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Ja gut, das ist jetzt eben Hebräerbrief, jetzt muss man da zuerst hören. Also lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Warum muss das der Schreiber sagen? Ja, weil es offenbar Christen gegeben hat, die eben nicht mehr festgehalten haben an dem Bekenntnis. Und jetzt müssen wir da ein bisschen den Hintergrund verstehen. Wenn ein Jude damals, der sich gewöhnt war, dass man immer wieder die Opferungen bringen muss, plötzlich die Opferungen nicht mehr bringt, weil man ihm jetzt sagt, schau, Jesus ist für dich gestorben und Jesus hat stellvertretend Sünde auf sich genommen, du musst nicht mehr opfern. Ja, wie ist das für einen Jude? Ja, das kann gar nicht sein. Okay, ich glaube zwar an Jesus, tun aber trotzdem noch opfern, damit auf Nummer sicher, oder? Und dann hat es so Juden gegeben, die haben sich dann ein bisschen zurückgenommen. Sie glauben zwar, das Bekenntnis ist zwar da, aber sie haben nicht mehr wirklich daran festgehalten. Das ist das eine gewesen. Im Hebräer 10, 25 steht sogar, dass einige die Versammlungen dann nicht mehr besucht haben. Warum nicht? Weil die neronische Christenverfolgung ist dann gekommen im Jahr 64 nach Christus. Kaiser Nero, der hat dann Christen verfolgt und das hat mit sich gebracht, dass Christen gesagt haben, ich gehe lieber nicht mehr in den Gottesdienst, sonst werde ich auch noch verfolgt. Und der Hebräerbrief, das ist so ein Brief etwa im Jahr 68, also das ist voll in dieser Zeit drin. Und jetzt kommt der Hebräerbriefschreiber und sagt, heb fest an dem Bekenntnis. So wie es du gehört hast, so ist es. Du darfst voll und ganz an Jesus festhalten. Und jetzt wird das begründet. Oder jetzt haben wir da gelesen, weil wir denn einen großen hohen Priester haben. Oder die Juden im Alten Testament, die haben den damaligen hohen Priester gehabt. Und jetzt sagt uns aber der Text, wir als Christen haben auch einen hohen Priester. Das ist nämlich Jesus. Jesus ist unser Hohepriester. Also so wie das im Alten Testament ist, wird jetzt Bruch auf die heutige Zeit gemacht. Aha, wir haben also auch einen Hohenpriester. Und was macht jetzt der Hohenpriester? Und dann heisst es da, der die Himmel durchschritten hat. Da hat also jetzt offenbar Jesus irgendetwas gemacht. Er hat den Himmel durchschritten. Na gut, jetzt müssen wir sich überlegen, warum soll ich am Bekenntnis festhalten, nur weil Jesus der Hohepriester ist, der den Himmel durchschritten hat. Macht überhaupt keinen Sinn, was soll das Ganze? Jetzt müssen wir ein bisschen weiterlesen, weil dann merken wir, was da der Zusammenhang ist. Hebräer 4, Vers 15. Denn, jetzt kommt die Erklärung. Wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Ja, da werden wir Christen ja beschrieben. Wie werden wir da beschrieben? Sind wir da die grossen Helden, die da locker vom Hocker durch den Glauben durchgehen, alles ist möglich durch Jesus? Nur das wird da ganz anders beschrieben. Die leiden und er spricht ja von unserer Schwachheit. Das ist auch ein Aspekt der Christen. Christen leiden. Christen sind manchmal schwach. Oder wie gesagt, jetzt sind Power vorwärts. Ja, manchmal haben wir eine Glaubenskrise. Ja, dann geht gar nichts. Jetzt bin ich da am Betten und Gott hört mein Gebet nicht. Ja, dann geht es uns eher so, wie es da steht. Oder? Manchmal ist einfach nicht so der Pfupf da, wie wir es eigentlich wollen, sondern da ist vielleicht eher eine Spirale nach oben. Es geht nicht, ich fokussiere mich aufs Negative, es wird immer noch negativer. Gott, warum greifst du eigentlich nicht ein? Ja, das ist die Situation. Und jetzt sagt da der Text, wir haben einen Hohepriester, der eben mitleiden kann. Ein Hohepriester, der das eben kennt. Also Jesus ist nicht der, der sagt, hey, also von dir hätte ich jetzt schon ein bisschen mehr erwartet. Hey, also ich meine, Pastor oder so. Also. Nein, nein. Gott sagt, das ist normal. Wir haben manchmal eine Krise. Wir sehen nicht alles. Wir sind manchmal schwach im Glauben. Und weil jetzt Jesus uns versteht, darum können wir auch ihm festhalten. Also Jesus ist nicht der, der kritisiert. Ich hätte schon ein bisschen mehr erwartet. Sondern Jesus ist der,
der weiss, ja, wir sind Menschen, das Innere im Herz drin ist zwar erneuert als Christ, aber aussendurch sind wir immer noch im Fleisch, das heisst in der alten Natur. Und darum fallen wir immer wieder mal neu die Sünde, wir scheitern immer einmal und das weiss Jesus. Und jetzt tut er uns aber deswegen nicht verurteilen. Sondern es heisst, sondern der versucht worden ist in allem wie wir. Einfach ohne Sünde. Ah, Jesus hat auch Anfechtungen erlitten. Wo hat denn Jesus Anfechtungen gehabt? Ja gut, dort ganz am Anfang vom Dienst war er 40 Tage in der Wüste gewesen. Dort hat er ganz grosse Anfechtungen erlebt. Aber auch am Ende vom Dienst, wo er dann betet im Garten Gethsemane, Gott gibt es nicht nur eine andere Möglichkeit, wie der Heilsplan kann umgesetzt werden. Und Gott sagt nein. Und dann hat Jesus gesagt, okay, dein Wille geschieht. Ja, das sind Kämpfe gewesen. Jesus hat Blut geschwitzt im Garten Gethsemane. Ja, man stellt sich vor, er, der Sohn Gottes, der da mit den Schriftgelehrten geredet hat, schon als Zwölfjähriger, der hat doch die Sache kapiert. Und jetzt merkt das Volk, versteht das nicht. Ah, das sind doch alles Anfechtungen. Jesus weiss, wieso es geht. Und darum sich nicht vor Jesus verstecken, sich nicht besser probieren zu geben vor Jesus. Nein, gerade darum ist er ja gekommen, dass wir mit ihm wieder ins Reine kommen können. Also, Jesus ist auch versucht worden. Der Unterschied zu mir und auch zum Hohepriester im Alten Testament ist, dass Jesus nicht gesündigt hat. Und dann Vers 16. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Wow, was ist das für ein Vers? Also jetzt geht man da wieder ins Alte Testament. Was hat der Priester gemacht? Er ist ins Heiligtum gegangen. Ja gut, jetzt kann man sagen, nur die Priester dürfen ins Heiligtum. Also wir, wenn wir heute da leben, dürfen nicht. Aber wenn jemand an Jesus glaubt, dann gehört mir von diesem Zeitpunkt an zum königlichen Priestertum. So steht es im 1. Petrus 2, Vers 9. Das heisst, wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir auch Zugang ins Heiligtum. Jetzt ist da nur der Vorhang, aber die Bibel zeigt uns, wo Jesus gestorben ist, ist der Vorhang verrissen. Und darum haben wir jetzt als Gläubige direkt Zugang da ins Allerheiligste in die Gegenwart Gottes hinein. Und das nimmt jetzt da der Hebräerbriefschreiber auf, wo er sagt, hey, komm zu Jesus auf geistlicher Ebene. Also nicht äußerlich, das haben wir nicht mehr, aber geistlich. Wir sollen zu Jesus kommen, lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Ja, warum muss er das schreiben? Weil Christen manchmal nicht so freimütig sind, nicht so den Mut haben, wirklich das zu machen, weil man sich sagt, ich bin ja gar nicht so heilig. Und dann lebt man manchmal ein Christsein, das dann eher so tönt wie, ich muss mich zuerst heilig machen, dann nimmt mich Gott an. Nein, der Text ist umgekehrt. Gerade weil wir nicht heilig sind, kommen wir zu Christus, dass wir Vergebung und Reinigung haben. Also du musst nicht zuerst etwas leisten, damit dich Gott annimmt. Ja, dann müssten wir gar nicht mehr zu Jesus kommen, wenn wir sowieso 100% heilig sein könnten. Nein, gerade weil wir nicht heilig sind, darum kommen wir zu Jesus. Und darum der Ausspruch, hey, gang mutig zu Jesus. Gang da an. Denk nicht, ich bin zu wenig. Nein, du bist nicht zu wenig. Sondern gerade darum, Jesus kennt dich ja. Er weiss sowieso, wie es dir geht. Gang so, wie du bist, zu Jesus. Und dann heisst es, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Was geschieht dann, wenn ich zu Jesus gehe? Nicht eine Verurteilung, sondern Barmherzigkeit. Da ist Gnade. Oder wie es dann da heisst, damit wir Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Also, wenn wir Hilfe brauchen, wenn wir eben gerade in der Glaubenskrise sind, wenn wir eben gerade nicht mehr festhalten am Bekenntnis, wie wir es im Vers 14 gelesen haben, dann eben zu Jesus gehen. Dort ist Hilfe. Dort ist Barmherzigkeit, dort ist Gnade. Spiel nicht etwas vor, spiel erst recht nicht etwas vor Jesus, dass du denkst, wenn ich gut bin, dann nimmt mich Gott an. Nein, er ist ein Hohepriester. Er nimmt uns an, weil wir eben gerade sündig sind und für das ist er da. Das ist ja gerade seine Aufgabe. Und jetzt wird es da ab Kapitel 5, 1 noch genauer beschrieben. Ja, was ist jetzt da der ganze Zusammenhang? 5, 1. Denn jeder Hohenpriester,
der von den Menschen genommen wird, der wird eingesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer bringe für die Sünden. Ah, wozu ist der Hohepriester da, oder allgemein Priester? Für die Sünde der Menschen. Ja, für das ist er da. Also nicht, ah, jetzt tue ich den Priester belasten, jetzt muss der für mich noch da sein. Nein, genau dazu ist er da. Darum hat Gott Priester gesetzt, dass wir eben den Zugang zu Gott haben können. Und jetzt steht da, der Hohepriester da wird von den Menschen genommen. Das heisst, das ist nicht einfach ein super Mensch, der es 100% heilig schafft und dann zu dem können wir gehen, sondern das ist ein Mensch wie mir. Auch der hat Sünde. Und darum hat er, wenn er ins Allerheiligste gegangen ist, einmal im Jahr zuerst für sich selber müssen opfern. Und erst dann, in der zweiten Runde, hat er dann die Sünde vom Volk nehmen. Das heisst, der Hohepriester, der kennt uns. Der weiss, wie es ist. Der weiss, dass Glaubensleben manchmal sehr, sehr schwierig ist. Also, so ist der Hohepriester eingesetzt. Vers 2. Er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selbst Schwachheit an sich trägt. Aha. Wenn der Hohepriester mit mir mitfühlen kann und das jetzt einer ist, der sagt, unwissend und irrend, ah, dann redet ja der Text davon, dass wir als Christen manchmal irrend sind. Dass wir die Sache einfach nicht sehen. Dass wir manchmal unwissend sind. Gott, ich verstehe dich nicht. Ja, das ist normal. Es ist normal, dass wir als Christen Gott manchmal nicht verstehen. So steht es da. Und dann heisst es noch, weil er auch selbst Schwachheit an sich trägt. Ja, das ist ja ein Mensch. Folglich ist es normal, dass wir auch manchmal schwach sind. Oder wir probieren es vor den Menschen zu spielen. Ich bin gross, ich bin stark, ich habe es im Griff. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht die Realität. Sondern wir haben Zeiten, wo wir merken, wow, da ist der Schub Gottes da. Und wir haben eben Zeiten, da fühlen wir uns schwach. Sind vielleicht krank, was auch immer gerade eben da ist. Vers 3, darum muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für die Sünden. Also das ist eben nicht ein Superheld und dann geht er einfach da rein und das geht. Nein, der hat selber auch Sünde. Der Hohepriester kennt mich. Und jetzt merken wir, Jesus kennt auch mich. Jesus ist unser bester Freund. Jesus ist der, der weiss, was in mir abgeht. Und dort, wo ich eine Krise habe und dort, wo es runtergeht und dort, wo Gebete nicht erhört werden, er weiss, wie es mir geht. Vers 4, und niemand nimmt sich selbst die Würde, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. Aha, wieder Altes Testament. Also das ist nicht einfach einer, der sagt, hey, ich bin besser, wählet mich. Nein, nein, der Hohepriester ist von Gott eingesetzt. Gott hat sein Volk erwählt, Israel. Und innerhalb Israel hat er gesagt, der Stamm Levi. Und innerhalb dem Stamm Levi hat er gesagt, der Aaron und seine Nachkommen. Das heisst, der Hohepriester ist von Gott eingesetzt und darum macht er den Dienst, aber nicht, weil er selber heiliger ist als die anderen, sondern weil es eine Berufung ist. So, und jetzt Vers 5 wird der Switch gemacht vom Alten Testament jetzt hin zu Jesus. Vers 5. So hat auch Christus sich selbst nicht die Ehre beigelegt, Hohenpriester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat, und jetzt kommt ein Zitat aus dem Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ja, also, was ist jetzt? Der ist eingesetzt worden von Gott und jetzt steht da, auch Jesus ist eingesetzt worden. Und das wird jetzt unterstrichen mit Psalm 2, Vers 7, heute habe ich dich gezeugt. Also wann ist Jesus als Hohepriester eingesetzt worden? Gezeugt, Maria, Heiliger Geist, okay, das würde man dort verorten. Aber das macht jetzt irgendwo keinen Sinn. Der gleiche Psalm 2, Vers 7 wird auch in der Apostelgeschichte 13, 33 erwähnt. Und dort wird das Gezeugtsein auf Ostern bezogen. Aha, was ist an Ostern passiert? Da muss also etwas gewesen sein. Ostern, das ist in dem Moment, wo Jesus da zuerst im Grab war, sagen wir, das ist das Grab. Und bevor Ostern war, war ja Karfreitag. Da am Karfreitag ist Jesus am Kreuz gestorben.
Am Karfreitag hat Jesus die Schuld der ganzen Menschheit auf sich geladen. Da ist Jesus stellvertretend für die Menschheit gestorben. Er hat da die Schuld, Grundlagen geschaffen, dass wir unsere Sünde können, Jesus abgeben. Er ist gestorben, er ist so mit dem Grab gewesen. Und dann am dritten Tag, an Ostern, ist Jesus auferstanden. Jetzt ist der Heilige Geist in ihn hineingekommen und in dem Moment, wo er wieder lebendig wird, wird er damit durch den Heiligen Geist gesalbt und durch die Salbung eingesetzt als Hohepriester. Jetzt ist das passiert, was im Alten Testament mit dem Aaron war. An Ostern ist Jesus eingesetzt worden als Hohepriester. Und jetzt haben wir es im 4,14 schon gelesen. Dann hat er den Himmel durchschritten. Ja, wohin ist denn Jesus gegangen, nachdem er auferstanden ist? Er ist zum Vater im Himmel gegangen. Zum Thron Gottes. Und was hat er jetzt dort gemacht? Dort hat Jesus genau das Gleiche gemacht, was der Hohepriester im Alten Testament gemacht hat. Der ist mit Blut vom Tier reingegangen und hat da Sühne geschaffen. Und genau das hat Jesus an Ostern gemacht. Er hat den Himmel durchschritten, aber mit welchem Blut? Mit dem Blut, das er da am Kreuz vergossen hat. Er hat sein eigenes Blut gelassen. Und im Blut ist das Leben. Er hat sein Leben gelassen. Jetzt geht Jesus zum Vater und sagt, Vater, das ist mein Blut. Das ist das Zeichen vom Leben, das ich gegeben habe. Ich bin stellvertretend für die Menschen gestorben. Und jetzt hat der Vater im Himmel reagiert. Im 2. Korinther 5, Vers 18 steht, dass jetzt Gott die Welt mit sich selber versöhnt hat. Und das heisst jetzt für uns, dass wir sagen können, wow, dann brauche ich das, dann möchte ich das. Ich brauche Vergebung von meiner Schuld. Und das bedeutet jetzt, dass zu all diesen Menschen da in der Gemeinde eben die Verbindung besteht. Jesus ist der, der eben Gnade gibt am Thron, wo barmherzig ist, wo wir Vergebung können bekommen können. Wenn ein Mensch sagt, das will ich möchte mit dir gehen, dann findet ein Tausch statt. Wir geben unsere Schuld Jesus und er trägt das. Und umgekehrt wird seine Unschuld uns angerechnet und somit haben wir eben die Verbindung. Wow, das ist die Botschaft von Gott. Warum darf ich also und soll ich auch festhalten am Bekenntnis? Nicht, weil ich selber so gut bin und es dann vielleicht schafft, zu Gott zu kommen, sondern wir dürfen darum zu Gott kommen, weil er unsere Gerechtigkeit ist. Er hat vergeben. Meine Ungerechtigkeit habe ich Jesus gegeben und er hat mir seine Gerechtigkeit, also seine Unschuld gegeben. Ich kann darum vor Gott bestehen, weil er für mich gestorben ist. Nicht, weil ich selber gut bin. Und darum sagt der Hebräerbrief, darum komm doch. Du musst nicht zuerst etwas leisten, damit du vor Gott angenommen bist. Sondern weil Gott dich errettet hat, weil Gott deine Gerechtigkeit ist, darum kannst du zu ihm kommen. Du wirst nicht ausgestoßen. Auch wenn viele Sachen noch nicht perfekt sind, das ist ja eben gerade die perfekte Botschaft. Es wird dann unterstrichen im Vers 6, wie er auch an anderer Stelle spricht. Jetzt kommt noch ein Zitat aus Psalm 110. Du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung von Melchisedek. Aha, du bist ein Priester, also er ist da eingesetzt worden. Wie lang ist Jesus Priester, also Hohepriester? Der Aaron und seine Nachkommen, die sind einfach so lange Priester gewesen, bis sie gestorben sind. Jesus ist Priester in Ewigkeit. Wow, das Opfer, das Jesus gebracht hat, muss man nicht wiederholen. Das ist vollkommen ein für alle Mal, und zwar nach der Ordnung Melchisedeks. Melchisedek, das war ein Priester, 1. Mose 14 redet da davon, der Abraham hat ihm den Zehnten gebracht und möglicherweise, große Wahrscheinlichkeit sogar, ist der Melchisedek Jesus selber gewesen. Also nicht nach der Ordnung von Mose, nein, das funktioniert nicht, das ist nur äußerlich, sondern nach der Ordnung von Melchisedek, das ist die göttliche Ordnung. So schafft Jesus Sühne für uns. So, und jetzt wird das noch auf uns bezogen. Vers 7. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens, also wo Jesus da war vor 2000 Jahren, er war etwa 30, vielleicht auch 32, bis er mit seinem Dienst angefangen hat und dann etwa 3 Jahre später ist er gestorben. Jetzt redet er von dieser Zeit.
Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor dem gebracht, der ihn aus dem Tode erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Aha. Man hat ja gesehen, der Hohepriester versteht uns, weil er selber Mensch ist. Wie gut versteht uns Jesus? Oder wenn wir so das Bild von Jesus haben, das ist so der Superman. Oder der kann so übers Wasser flitzen und der kann Pung, Poing machen und alles ist da. Ja, da drin steht Bitten und Flehen. Kennen wir das? Von uns selber? Ja, das Christsein ist manchmal Bitten und Flehen und ich komme nicht raus und Gott hilft doch endlich und warum geht es nicht? Und jetzt steht da, ja, das hat Jesus auch gehabt. Jesus hat viele Sachen, er hat ihm Mühe bereitet. Oder im Johannes 2 lesen wir davon, dass er den Tempel ausräumen musste, weil da die Leute einfach so dermassen daneben waren. Die Pharisäer, die es hätten wissen sollen, haben es nicht kapiert. Jesus leidet darunter. Bitten und flehen. Und dann heisst es da, unter Schreien und Tränen. Ja, könnte es sein, dass das Leben von Jesus sogar noch schwieriger war als unseres? Und dann merkt man plötzlich, warum können wir zu Jesus gehen? Weil Jesus uns versteht. Das gehört zum Christsein dazu. Oder die Schmerzen, die wir haben. Wir wollen gerne Jesus kennenlernen, aber nur in der Herrlichkeit. Ja, da steht Bitten, Flehen, Schreien, Tränen. Das ist auch Jesus. Und wenn wir ihm ähnlich werden, dann merkt man, das gehört offenbar zum Christsein dazu. Und darum sagt ja der Text, haltet fest am Bekenntnis. Darum sagt ja der Text, kommt zu mir. Ja, genau darum. Weil es normal ist, dass wir Situationen haben, wo wir strugglen, wo wir es nicht kapieren, wo wir scheitern, wo wir in der Sünde sind. Wir wollen gar nicht, das geht nicht. Ja, Jesus sagt, ja, das ist der Alltag. So, jetzt haben wir manchmal das Glaubenshai, wir haben manchmal auch das Glaubenstief. Ja, jetzt zu Jesus, jetzt zu Jesus. Vers 8, so hat er, obwohl er der Sohn Gottes war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Also, in dem, was er litt, Jesus hat gelitten. Und zwar nicht nur am Schluss, wo er gemartert worden ist, sondern das Leben auf dieser Erde und von dem Retter ja, ist für Jesus manchmal auch schwierig gewesen. Und jetzt merkt man, ah, Jesus versteht uns. Wir leiden manchmal auch. Wir haben auch unsere Schmerzen, in welcher Form auch immer. Ja, und Jesus kennt es. Und jetzt heisst es da, in dem, wo Jesus gelitten hat, hat er gehorsam gelernt. Ja, wieso muss Jesus gehorsam lernen? Aber es war eben auch für Jesus gewesen, immer wieder eine Stufe mehr, neu wieder der nächsten Herausforderung Ja zu sagen. Ja, auch diese Stufe nehme ich. Und wo die Leute ihn abgelehnt haben, dass er wieder neu gehorsam gelernt hat, auf dem Weg zu sein, jawohl, Vater, ich nehme das an, ich gehe nicht weiter. Jesus hat sich auch entwickelt. Hey, und das ist jetzt die Message für uns. Gott entwickelt uns. Und wie macht er das? Jesus hat manchmal gelitten. Das waren Schmerzen und nicht nur am Schluss. Könnte es denn allenfalls sein, dass Jesus uns so entwickelt, dass wir auch Schmerzen haben und das eben gerade die Entwicklung ist? Oder wenn wir jetzt sagen würden, wer möchte ein reifer Christ sein? Oder würden wir alle sagen, ja, ich, reifer Christ. Wer möchte die Vollmacht Gottes mehr leben? Ja, ich. Wer möchte sich entwickeln lassen von Gott? Ja, da sind wir sofort dabei, oder? Wer möchte mehr gebraucht werden von Gott? Ja, ich. Ja, wie macht denn Gott das? Oder wenn wir reif sind, wenn wir entwickelt werden, wenn sie, dann braucht es Veränderung. So, und das wollen wir nicht. Schwierig fürs Gehirn umzustellen. Nein, ich bleibe im Weg, wo ich bin. Das sind Automatismen, das ist doch besser. Das heisst, wie bringt uns Gott dazu, dass er uns verändern kann? Es braucht Veränderung. Und Veränderung ist Schmerz. Und jetzt merkt man, wie macht das Gott, dass wir den Veränderungsschmerz machen, indem er unsere Situationen einstellt, wo der Grundschmerz eben grösser ist. Oder dort, wo die Kündigung kommt, dort fange ich mir an überlegen, wie geht es eigentlich. Könnte man, müsste man vielleicht etwas anderes machen. Wenn es einfach läuft, dann laufe ich einfach weiter.
Und wenn du jetzt in deinem Leben zurückschaust, wo bist du wirklich verändert worden, dann sind es die Momente, wo schwierig sie sind. Und dann sagst du, ich möchte nicht mehr in die Situation zurück. Aber das war die Phase, wo Gott mich einen Schritt weitergebracht hat. Und jetzt merkt man, das war bei Jesus ja auch schon so gewesen. Er hat gelitten, er hat Schmerz gehabt, er hat bettet, er hat gerungen. Und er hat gehorsam gelernt und ist in dem hineingewachsen. Und so merken wir für uns, Schmerzen, das ist nicht einfach die Situation, da sagt Gott, das ist nicht da, Gott ist weg. Und dann schimpfen wir noch, dass Gott das macht. Nein, Schmerz ist mit ein Weg, damit ich eben den Veränderungsschmerz ertragen kann. Manchmal muss der Grunddruck grösser sein, als dass ich eben sonst blockiere, ich möchte mich nicht verändern. Und jetzt merkt man, das ist ja Sagen. So wie Jesus sich entwickelt hat, so nimmt er uns auch mit. Aber das heisst manchmal halt eben auch Schmerz. Vers 9. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Rettung geworden, von Gott genannt ein Hohenpriester nach der Ordnung von Melchisedek. Also, das ist wieder die Ordnung, also nicht Mose, sondern Melchisedek. Jetzt der Urheber der ewigen Rettung. Hey, wenn du gerettet bist, darfst du Heilsgewissheit haben. Dann darfst du wissen, ich bin drum gerettet, weil dir Verbindung jetzt eben besteht. Weil Gott selber, Jesus, deine Gerechtigkeit ist. Und darum ist das eben eine ewige Rettung. Da musst du nicht Angst haben, jetzt lange es nicht, ich habe zu wenig geleistet, ich bin ein schlechter Christ. Nein, du bist angenommen, weil Jesus deine Gerechtigkeit ist. Und jetzt heisst es, für die, die ihm gehorsam sind, das ist der Glaubensgehorsam. Wenn ein Mensch sagt, jawohl, ich will den Weg mit dir gehen, in dem Moment bist du gerettet. In dem Moment bist du in dieser Verbindung. In dem Moment ist eben die Gerechtigkeit da. Und dann wirkt all das, was Jesus für dich gemacht hat, wirkt dann auf dich. Und darum verzweifle nicht, wenn du das Gefühl hast, bei mir läuft es nicht immer rund im Glaubensleben. Hey, das ist ganz normal. Jesus hatte Kämpfe auch gehabt. Aber gerade darum komm zu ihm. Dort beim Gnadenthron. Dort, wo wir zu ihm gehen können, dort ist, haben wir gelesen, Barmherzigkeit, dort ist Gnade und dort ist Hilfe. Du nicht zuerst dich heilig machen, um zu Gott zu kommen, sondern komm so, wie du bist und Gott macht dich heilig. Das ist seine Message. Merkt man, dass Jesus der gute Hirte ist? Der gute Freund ist, der mit uns geht, auch wenn der Begriff Freund so nicht in dem Text vorkommt. Der Hebräerbrief tut das eben sehr gut umschreiben. Er ist der Freund. Oder um sie das Wort mit Hebräer 2, Vers 11 auszudrücken, wo Jesus sagt, ihr seid meine Brüder und Schwestern. Hey, so gut. Ganz auf der gleichen Ebene. Er kommt so ab zu uns Menschen, dass er sogar im Fleisch, also in der anfechtigen Natur gekommen ist, wie das im Johannes 1, 14 steht. Jesus kennt dich. Jesus versteht dich. Und darum klammer dich bei ihm an und du nicht selber probieren, etwas zu erkrampfen. Das geht nicht. Hey, lasst uns beten. Und lasst uns hören. Lasst uns hören. Was sagt mir der Heilige Geist? Was bedeutet die Message da vom Hebräerbrief für mich? Und wo darf ich auch mit grosser Zuversicht loslassen und am Bekenntnis an Gott festhalten, auch wenn es gerade mal nicht läuft. Vater im Himmel, du bist echt wunderbar. Danke für den grandiosen Heilsplan, den du da aufdeckst. Danke, Jesus, dass du unser Hohepriester bist. Danke, hast du Sühne geschaffen. Danke, dürfen wir tief drin wissen, wir sind gerettet, weil du unsere Gerechtigkeit bist. Danke für die Entlastung. Danke, hast du selber gelitten. Und so möchte ich es dir ähnlich tun, dass wenn ich muss leiden muss, wenn ich in schwierigen Situationen bin, wenn ich Schmerz habe und nicht durchgesehen, dann an dir festhalten. Danke, Jesus, entwickelst du mich sogar gerade durch die schwierigen Zeiten durch, dass ich wieder zurückschauen kann und sagen, wow, du hast etwas da. Ich danke dir für die Phase. Danke, Schmerz für dich nicht Abwesenheit versagen, sondern gerade dort bist du drin und gerade dort dürfen wir zu dir kommen, weil du barmherzig, gnädig und hilfreich bist. Vielen, vielen Dank.
Geniesse es. Du darfst bei Gott sein. Was für ein Vorrecht, wenn man das entdeckt. Näher bei Gott dürfen sie. Er verurteilt nicht, aber er entwickelt dich.